Wegen den Flüchtlingen. Du hattest eine Idee wegen den Flüchtlingen? Ja, ja, und jetzt komm her und hör mir gut zu. Oh Mann, ich schlaf gleich ein, gib mir Kaffee. Siehst du den Trunkenbold mit den Würfeln? Das ist ein ehemaliger Anführer der Schmuggler. Er versucht einst die Wüstenhexe zu bestehlen und sie hat ihn verflucht. Und jetzt ist er komplett schwachsinnig. Oh, nicht schlimm. Aber er besitzt ein Schiff und... Lass mich raten, wenn ich seinen Fluch brechen kann, wird er die Flüchtlinge hier rausbekommen. Genau, aber das wird nicht einfach sein. Der goldene Apfel der Weisheit ist die einzige Sache, die ihn heilen kann. Theoretisch zumindest. Oh, wie gut, dass ich einen in meinem Rucksack habe. Hm, das ist komplizierter, als ich dachte. Aber okay, danke, Horadrik. Eine Sekunde noch. Ein Gold. Wichser. Wofür? Für den perfekten Plan. Denkst du etwa, ich mache sowas umsonst? Ich reiß die gleich deine Eier raus. Horadrik, versuchst du gerade ernsthaft mit dem Leiden anderer Geld zu verdienen? Ja, genau. Es gefällt mir nicht, aber so läuft das nun mal. Die Wahrheit ist doch, dass ein jeder macht, was er muss, um zu überleben. Und wenn du so lange lebst wie ich, dann wirst du das auch irgendwann einsehen. Das werden wir sehen. Hey, ich habe einen goldenen Apfel für dich. Aufgabe beendet. Ganz schnell. Ach, Pech nicht. Heute. Heute nicht gut. Pech. Ach. Hey, was zur Hölle mache ich hier? Und wo ist mein Rum, ihr Landratten? Hier ist die kurze Version. Du warst verflucht und ich habe dich am goldenen Apfel der Weisheit lecken lassen. Und jetzt ist alles wieder gut. Und jetzt wirst du mir einen Gefallen tun und eine Gruppe von Leuten und ihr Gepäck zu einem sicheren Ort ganz weit weg von hier bringen. Am besten zu weit, weit weg. Das ist sehr dringend und niemand darf davon erfahren. Du meinst also, du hast mir so viel geholfen und ihm im Gegenzug verlangst du nur nach einem kleinen Ausflug? Genau, das musst mir nicht, du musst mir nicht danken. Du bist so nett. Hm. Weißt du, so einfach ist das aber nicht. Wegen den Betriebskosten. Oh. Ich brauche Geld für Alkohol und Mädels für die Crew und neue Uniformen und insgesamt würde ich das... Boah, willst du mich verarschen? Jetzt hör mal zu, du gieriger Schurke. Ich bin da alles so... Ist mega. Ich bin es leid, dass die Leute meine guten Taten gegen mich verwenden. Ich habe schon genug für dich getan. Ich zahle dir nicht einen Pfennig mehr. Wenn du meinen Auftrag annehmen willst, dann mach einfach, was ich dir sage. Aber wenn du den Hals nicht voll bekommst, dann fahr zur Hölle. Ganz ehrlich, fahr einfach zur Hölle. Ey, nur die Ruhe, Mann. Das war ein Scherz. Du hast vollkommen recht. Das wird die beste Reise überhaupt. Er hat einen Arsch in die Hose bekommen oder sein Hirn ist gewachsen. Die Eier sind knallhart geworden. Aber so richtig, ne? Jetzt sind jetzt auch Stahlbeton. So, gib ihm für den perfekten Plan. Ja, hast es. Dein Geld, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ja, doch, ziemlich. Da hatte ich bestimmt noch ein Plätzchen für den frei. Aber sowas von, aber. So. Genau. Mit Theodoro sprechen. Theodoro. Flüchtlingslager. Oh, hier regnet es ja schon wieder. Eines Tages werden wir zurückkehren und die werden für ihre Verbrechen bezahlen. Stelle eine Frage, wie den Captain erkundige. Captain. Wenn ich es ihm jetzt gleich sage, werden alle Flüchtlinge sehr bald weggehen. Bin ich sicher, dass ich keine unbeendeten Geschäfte mit ihnen habe? Ja, Wärter? Ich bin mit euch fertig. Ich bin mit euch sowas von durch. Packt euer Zeug, je eher ihr von hier wegkommt, umso besser. Die Kleine. Tschüss. Verschwindet. Ich habe alles mit dem Captain arrangiert, Marquis. Er wird euch sicher hier rausbringen. Verdammt, ich habe mich so angestrengt, aber das Einzige, was ich erreicht habe, ist euer Exil. Nun, das mag nicht der beste Ausgang sein, aber immerhin haben wir überlebt und darauf kommt es doch an. Es war eine Freude, dich kennenzulernen, Friedhofswärter. Du hast uns geholfen und wir werden dich niemals vergessen. Ich würde dich so am liebsten erwürgen. Jetzt müssen wir nur noch Lebewohl sagen und dich für... Boah, was kriege ich denn da alles? Für deine Bemühungen entlohnen. Leute, kommt her. Heute ist das schlimm, Katze im Hals.
Meine Freunde, wir haben uns mit allem, was wir haben, zur Wehr gesetzt. Doch nun müssen wir uns zurückziehen. Habt ihr gemacht? Dieses Lager wird schon bald durch unsere Feinde zerstört werden, aber es wird für immer in unserem Herzen bleiben. Was sprechen wir? Ein Monument für Mut, Freundschaft und Loyalität. Ein neues Leben erwartet uns an fernen Gestaden. Und wir haben dem Friedhofswärter dafür zu danken. Danke, Wärter. Vielen Dank. Ich will ein Kind von dir. Aber das ist doch nicht alles. Ich verspreche euch, das wird eines Tages in unsere wahre Heimat zurückkehren werden. In die Stadt. Wow. Mit Feuer und Schwert werden wir die Gerechtigkeit wiederherstellen. Wir holen uns alles zurück, was einst uns gehörte. Der Typ hat es nicht begriffen. Vielleicht noch mehr. Dies verspreche ich euch. Erinnert euch an diesen Tag und an meine Worte. Hurra! Es war es mit der anderen Revolution. Die Flüchtlinge sind in Sicherheit. Sage ich ihm Lebewohl. Verabschiede dich. Es war nett, dich kennenzulernen, Meister Allerich. Ich denke mal, du gehst mit den anderen auf das Schiff. Ich glaube, das muss ich, aber danach werde ich Teodoro und seine Leute verlassen. Ich glaube nicht, dass Teodoro mir jemals vergeben wird oder dass ich mir selbst vergeben werde. Und wohin wirst du gehen? Ich werde die Wüstenhexe suchen gehen. Man sagt, sie ist eine der weisesten Frauen. Vielleicht weiß sie ja, wie man den uralten Fluch aufhält. Auch wenn meine Hoffnung schwindet. Dann kann ich dir nur viel Glück wünschen. Auch dir wünsche ich viel Glück, Wärter. Pass gut auf dich auf. Du bist ein guter Mann. Vielleicht verrät er mir heute sein Geheimnis. Warum hasst Teodoro Allerich so sehr? Frage nach der Geschichte von... Ich weiß, was du mich fragen willst. Ich war es, der Teodoro den größten Schmerz seines Lebens zufügt. Du hast ihm als ein Kind war den Lolli geklaut. Als führender Inquisitor war ich zuständig für den Fall seiner Eltern. Ich war der Vorsitzende des Gerichts, der Mann, der über ihr Urteil entschied. Und ich war es, der das Signal gab, das Feuer zu entzünden. Waren sie wirklich besessen von schwarzer Magie? Ich habe versucht, sie zu verhören. Doch sie waren wie wilde Tiere. Ich musste schwarze Magie einsetzen, um in ihren Verstand einzudringen. Dort fand ich nichts außer Ruinen und kalter Dunkelheit. Sie hatten einander vergessen, ihren Sohn sich selbst. Ich glaube, jetzt ist es raus. Warum hast du den Ursprung dieser Tragödie des Necronomicon nicht zerstört? Nochmal Entschuldigung. Das wollte ich, aber der Rat hatte es der Universität verkauft. Der Krieg gegen die Ketzer war ganz schön kostspielig, verstehst du? Denkst du, das Urteil war ein Fehler? Nein, der Tod war eine Erlösung für sie. Aber ich hätte mehr für ihr armes Waisenkind tun können. Und nun ist es zu spät. Eigentlich ist alles gut ausgegangen, aber irgendwie ist mir nicht ganz wohl dabei. Wir standen Lady Beatrice im Weg, aber wir konnten sie nicht aufhalten. Wer weiß, welche anderen diabolischen Pläne sie noch hat. Wer weiß, ob die Wüstenhexenmeister Allerich irgendwas nützlich erzählen oder ob er sie überhaupt findet. Der Marquis und die Flüchtlinge sind in Sicherheit, aber diese Rede war besorgniserregend. Von Rache besessen zu sein, ist niemals gut. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und ich bereue nichts. Fertig? Kann ich jetzt gehen? Ja, was ist denn jetzt? Ja, da sind sie alle weg. Es ist so still hier. Ich hoffe, es wird ihnen gut gehen. Er geht. Jetzt habe ich so ein ganzes Lager nur für mich allein. Und ich kann nichts machen. Wow. Habst du das dunkle Gefühl, wenn ich zu Hause bin, würde wieder was passieren? Ja. Das weiß ich schon, als ich es gekauft habe. Ich hab da unten noch Wasser drin. Kann ich ja gleich mal runterbringen.
Nein, es passiert noch nichts. Es ist immer noch nichts passiert. Ich verschont. So viel Glück habe ich nicht. So, dann haben wir das. Gucken wir nochmal beim NPC nach. Sieht gut aus. Steht jedenfalls. Was passiert jetzt mit Lady Beatrice? Würde gut sein. Ich werde erstmal kurz zum Hexenhügel. Weil ich wissen muss, was ich brauche. Nee, brauchst du nicht sagen, ich bin gleich da. Das sind ja die Gegenstände, die ich habe. Aber ich will sie sicher geben, dass es auch alle sind. Jo, jo, jo. Da, 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 da. Ei, ei, ei. Dieses Buch. Alles klar. Bitte herstellen und Lauf herstellen. Alles klar. Machen wir. Dass wir versuchen jetzt gleich nochmal kurz zu beenden. Also durch die Meditation. Wenn dann am nächsten Tag nichts passiert, gehen wir zum Finale. Den haben wir nämlich drei Fiat Keeper nämlich erledigt. Wieder ein Spiel dann beendet. Ist das schrecklich? Solange ich nicht wieder 3 bis 4 Spiele auf einmal wieder fertig mache in einer Woche, ist alles gut. Ja, aber Horizon brauche ich nicht. Und auch das Spiel am Donnerstag, da brauche ich auch ein bisschen. Nein, ich trigger nicht deine Mama, nein. Nein. Das würde ich nicht machen. So, nächsten Morgen, aber nach Hause gehen. Ne, passiert nichts, alles klar. Dann holen wir mal die Sache. Ja, da ist die Gabel. Da ist der Spiegel. Wo ist denn der anderen? Genau. Das brauche ich. Das und das. Ich muss eigentlich alles haben. Ja. Ich habe schon aufgepasst. Hin und wieder kriege ich das auch mal auf die Kette, mir was zu merken. Hin und wieder. Moment. Wo ich zum Finale gehe. Ja, nochmal Geld einsacken. Ich bin nicht arm. 109 Gold. Jetzt können wir. Jetzt können wir. Ich hab mich abgesichert. Damit werde ich so 2-3 Tage über die Runden kommen. Bin ich natürlich einen beschissen langen Weg, weil ich nicht porten kann, aber egal. Oh. Ich bin nicht geldgeil. Du Horatrick, ne? So. Wird eng, musst du sehr sparsam sein. Findest du? Asad? Ich? Ich war noch nie in einem Spiel sparsam. Entschuldigung. Dass ich da überhaupt mal Geld ausgebe oder Punkte, ist, ja. 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 Ich schätze, du musst Punkte ausgeben. Ach ja. Ach ja, stimmt ja, das ist heute Tag der Inquisitor. Oh, fertigen, Ermittler erstellen. Lauf erstellen. Alles ist bereit. Aber was nun? Wir müssen jetzt uns an die Hände packen und ein Liedchen singen.
Wie aktiviert man das Portal? Irgendwie klappt das ja auf doch, ne? Also willst du wirklich abhauen? Ja, muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig. Mann, ich werde dich vermissen. Ich nicht. Ich dich auch. Oh ja, Blutstorch. Traurig. Dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt dir auch deine Wünsche. Aber pass auf, was du dir wünschst. Wir brauchen nicht noch einen großen Knall. Hallo mein Freund, wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Wie dem auch sei, es funktioniert nicht. Hm? Woher wusstet ihr davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder, einer im Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Geh weiter. Sowas ist dem königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen und dann hatte Lawrence auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, wofür wir gegangen sind. Haha, jetzt ist die einzige noch verbleibende Kirche, die Kirche neben dem Friedhof. Hey, die Kirche hat ihr Gehalt gesichert. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Dida und Harvard. Wir konnten nun knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist in ziemlicher Aufruhr. Die Toten erheben sich, dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer einer dunklen Kultes zu sein, was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir ja irgendwie mit Wagner in Kontakt treten. Ich habe dir doch gesagt, dass er hier ist. Ey, Claire, du hast mich auch hochlatschen sehen, du Idiot. Wie ich sehe, willst du uns verlassen, mein Freund. Wir waren Freunde. Hm? Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker. Wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz darauf sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Ja, viel Spaß. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Das werden interessante Zeiten. Alles wird sich ändern. Ich bete für unsere Sicherheit. Es funktioniert, endlich. Mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Es ist, du hättest den Wunsch bestimmt anders formulieren müssen. Mein Liebling. Geliebte. Wir benutzen dein Taschentuch. Das ist das Einzige, was wir aus unserer Welt haben. Vielleicht wird uns die Maschine zeigen, was hier wirklich passiert ist. Wow, die zwischenmenschliche Story fehlt. Überall hast du irgendwie so eine scheiß Story dabei, ne? Aber jetzt bei den beiden nichts. Ich verstehe noch immer noch nicht, Liebster. Ich hatte gehofft, dass du mir alles erzählen könntest. Ist dies eine andere Welt? Ist es eine Illusion? Oder ist dies das Leben nach dem Tod? Um Gottes Willen, bitte nicht. Aber weil du dich an nichts erinnern kannst, müssen wir diese letzte Chance, die Wahrheit zu erfahren, nutzen. Aufs Namensschildchen geachtet, da stand Gary. Was ist passiert? Wo sind wir alle? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Zwei Kapitel eigentlich. Trennen wir die Spreu vom Weizen. Das würde bei mir ziemlich lange dauern mit dem Verbrennen. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Nur ein Schutz gegen das Versagen.
Was zur Hölle? Sag mir gefällig sofort, wer du bist und was geht hier vor sich. Nun sehen wir mal, ob du es herausfinden kannst, mein aggressiver Freund. Die Stadt erwartet dich. Ich verstehe nicht. Das musst du auch nicht. Bei drei vergisst du alles. Bei... Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Yay. Wer hätte gedacht, wir sind durch. Was die Scheiße? Alter Falter. So. Wir sind durch. Haben wir diese Scheißlaberei mit diesem Tun und Tut hinter uns. Ja. Aber falls noch mal ein DLC rauskommt, ne, machen wir natürlich weiter. Wer weiß, was es sein wird. Aber durch. Und das hol das. Wat, und das hol das und mach das für uns. Ja, genau. Das ist, ja. Egal, wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na toll. Und er doch nicht zu Hause. Nee, er hat den Wunsch verkehrt gesagt, ne? Er will seine Liebste sehen. Das Ding hat genau das gemacht, was gewünscht wurde. Er hat nicht gesagt, er wünscht sich wieder zu Hause bei seiner Liebsten zu sein. Das ist der große Unterschied, ne? Wenn man Wunsch ausspricht, sollte man ihn gut formulieren. Vor allem beim Wishmaster. Aber das ist eine andere Story. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.